good. And now allow, 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 good. And go. Allow, come on, allow. Dirk Bastard wohnt in Wuppertal und arbeitet in Asien als Tanzlehrer. Seine Schüler Karen und Tay sollen am Wochenende das größte Turnier Thailands gewinnen. Diesen Titel wollen sie schon lange. Auch dank Dirk Bastard, der ihre Leidenschaft für den Standardtanz entfachte. Der Wuppertaler bringt den Walzer nach Thailand. Erstmal nach Bangkok. No one leave the hand to her, but now the elbow on the head. One, two. And now the hand close to your head. And yes, 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 yes. Was is my favorite? How about you? Same. Der Walzer ist mein Lieblingstanz. Von uns beiden. Walzer ist so gefühlvoll und die Musik ist ganz toll. Wenn ich Walzer tanze, bin ich ganz ergriffen. Yes, 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 yes. Karen, moment. Ein Leben für moment. Den Tanz. Karen und Tay kommen aus Singapur und sind ein paar Tage vor dem Turnier angereist. Die ehemalige Literaturwissenschaftlerin und ihr Mann Tay, der Ingenieur, haben alles aufgegeben fürs Tanzen. Sie reisen Dirk Bastard in viele asiatische Länder hinterher, um Stunden bei ihm zu nehmen. Leben dafür aus dem Koffer. If your head is moving to the right, we are not changing this idea. We're still moving in from here forward into the left side. Not feeling so good, yeah? Auch sie ist eine Schülerin von Dirk Bastard. Nantia ist Thailänderin und lebt in Bangkok. Die beiden kennen sich schon seit Jahren, ausschließlich aus dem Tanzstudio. Heute möchte Nantia ihrem Lehrer etwas thailändische Kultur näher bringen. Die Tempelanlagen von Wat Arun aus dem 18. Jahrhundert. When they wanted to the shape of the corn. Correct, correct, correct. But it doesn't actually. Obwohl der deutsche Tanzlehrer fast jeden Monat in Asien und auch in Thailand ist, hat er noch nie einen Tempel besichtigt. Yeah, it's very interesting. Ja, es ist ja vollkommen was anderes. Also interessiere mich schon für Geschichte, interessiere ich mich sehr. Und europäische Geschichte liegt einem natürlich da sehr nah. Deshalb alles das, was jetzt hier so auf mich zukommt, ist schon erschlagend, ne? Weil man damit überhaupt nicht in Kontakt kommt. Und muss ich sagen, bin ich eigentlich ein bisschen ärgerlich auch über mich, dass ich da mich nie darauf einlasse, das auch mal zu sehen. Das ist das erste Mal, dass Dirk einen Tempel besichtigt. Er sagte, wow, er hätte das schon längst mal machen können. Jetzt öffnet er endlich seine Augen für unsere Kultur. Den Aufstieg nach oben macht Dirk Bastard dann allerdings alleine. Oh, ich komme schnell weg von der Treppe, sonst fange ich noch an, mir zu überlegen, ob ich da auch weiter hochgehe. Der 41-Jährige hat die Welt bereist, doch meist nur Hotels und Tanzparkette gesehen. Er tanzte sich um die Welt und ganz nach oben. Als Dauergast in Asien ist für ihn vieles hier dennoch komplettes Neuland. Buddhismus kennt er, aber was dazugehört, nicht. This is smelling. What is that? That's a lotus. Lotus. Flowers. No. Die Lotusblume zum Beispiel, die die gläubigen Buddha opfern. Das geht allerdings nur, wenn man nicht daran gerochen hat. War die Nase an der Blüte, ist die Lotusblume wertlos. Für den Verkäufer, den Gläubigen und für Buddha. Nur nicht für den Wuppertaler. Er war zu neugierig. How much you get? Keep you. Thank you. So, of course, it's not possible. When I once smelled it, then it's not no value anymore. Yeah, no, I understand. No. But for me, it's very nice. Thank you. Good. 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 And move. And move. Good. Karen und Tay haben sich den deutschen Tanzlehrer ganz bewusst ausgesucht. Er sei ein ganz besonderer Trainer. Standardtanz ist mittlerweile ihr Leben. Ein noch eher ungewöhnlicher Sport in Asien, verbunden mit enormen Kosten. Kann ich jetzt nicht sagen, dass ich Missionar bin? Naja, also das bestimmt nicht. Es gibt hier auch in Thailand sehr viele ausländische Trainer, die von Zeit zu Zeit kommen.
aber eben nicht so strukturiert und auch nicht so, dass man sagt, dass es immer wiederkehrend nach einem bestimmten Zeitraum da ist, dass also eine Kontinuität besteht. Es fing als reine Freizeitbeschäftigung an. Dann wollten wir Turniere tanzen. Und es ist ein tolles Training für Geist und Körper. Denn man muss sich ja auch die Schritte merken. Und das trainiert das Gedächtnis. Es ist ein toller Sport. Und so können wir etwas zusammen machen. Immer wieder pendelt der Wuppertaler zwischen Deutschland und Asien mit wenig Freizeit und vielen Tanzstunden. Ja, es ist eine Herausforderung, mit Paaren etwas zu erarbeiten und an deren Träumen auch mitzuwirken, hat für mich was ganz besonders Tolles irgendwie. Und wenn ein Paar erfolgreich ist, dann bedeutet das ja, dass die Arbeit, die ich mit denen geleistet habe, dass die dann auch tatsächlich Früchte trägt. Und das zieht dann vielleicht das ein oder andere Paar dann auch nach. Ist nicht meine erste Absicht, denn wenn Paare zu mir kommen, möchte ich erstmal für die was. Ich gucke nicht zuerst darauf, machst du was, damit dein Marktwert hier besser wird, sondern ich bin dann tatsächlich, arbeite ich mit einem Paar persönlich und möchte gerne, dass die sich weiterentwickeln und erfolgreich sind. Nantia, seine wohlhabende Tanzschülerin, leistet sich selbstverständlich auch Privatstunden bei Dirk Bastert. Sie hat das Tanzen erst vor wenigen Jahren für sich entdeckt. Yes. With here and with this. And now when we're doing this extreme way and you're almost leaning with your head on me. Good. And now you're finding this way. Good. And you're not trying to make a result. Let me do it together with you to bring you in a position. Nantia ist seit Jahrzehnten geschieden. Als der einzige Sohn auszog und in die USA auswanderte, war ihr langweilig. Sie entdeckte ihre Leidenschaft fürs Tanzen. Zeit und Geld spielen für die vermögende Thailänderin keine Rolle. Ja, glücklicherweise ist das so. Schon als ich anfing, habe ich mir immer die besten Tanzlehrer und Tanzpartner ausgesucht. Und die bleiben es dann auch. Ja, ist ganz speziell, die Nantia. Also, und davon gibt es schon eine ganze Reihe hier in Asien von diesen Frauen, die unglaubliches Interesse am Tanzen entwickelt haben, weil sie vielleicht nichts anderes zu tun haben mehr in ihrem Leben und da enorm viel Geld für aufbringen. Also nicht nur für sich selbst, sondern auch für andere. Was natürlich auch wieder ganz toll ist, dass die dann unterstützen, die ganze Szene unterstützen hier, dann junge Paare unterstützen, auch Studios unterstützen, bringen da so viel Geld mit rein. Guck mal, Dirk. Was ist das? Die Schuhe in unterschiedlichen Farben. Sehr weich, wirklich. Ach, sind das die Schuhe, die ihr für mich suchen wolltet, diese Jazz-Schuhe? Wo ist der Laden in Singapur? Ist er in Singapur? Nein, in Thailand. Ist es hier? Hier, ihr habt sie hier gefunden. Wir müssen dahin. Sofort. Heute ist viel los im Studio. Eine junge Gruppe bereitet sich ebenfalls auf das bevorstehende Turnier am Sonntag vor, in lateinamerikanischem Tanz. Nun ist es sehr schwierig mit der Konzentration, es ist sehr laut, aber wir machen hier unser eigenes Ding. So, was machen wir denn als nächstes? Auch wenn es voll ist, die falsche Musik gespielt wird, Karen und Tay lassen sich nicht ablenken. Für sie gibt es nichts als den Walzer und ihr Ziel, das große Turnier am Wochenende. Erstmal, die beiden kann ich unglaublich gut leiden. Das sind sehr herzliche Menschen und dazu noch gute Tänzer. Und so sehr ehrgeizig in ihrem Tun, dass ich also richtig Spaß habe an denen. Ja, also wenn wir zusammenarbeiten, es ist eigentlich immer etwas, wir selbst in dieser hektischen Situation heute, etwas, wir können richtig fokussiert bleiben in unseren Ideen und man merkt also immer ein Vorankommen. Deshalb, ich mag die unglaublich gut leiden. Wir streben immer den ersten Platz an, klar. Wenn wir Champion werden, freuen wir uns. Am Abend folgt Dirk einer Einladung. Nantia hat es organisiert. Und Dirk trifft seinen alten Förderer aus Deutschland, Karl Breuer aus Köln. Hallo, Frau Breuer.
Wie geht's Ihnen? Sie sehen gut aus. Hallo, Nantje. Hi. Also looking perfect for the evening. Hallo, Dirk. Hallo, Herr Breuer. Wie geht's Ihnen? Ja. Wie immer, ne? Ja. Unrasiert. Ein bisschen unrasiert. Aber dass er stylisch ist, das as usual. Keine Zeit gehabt. Karl Breuer ist eine ganz besondere Person für mich in meinem Leben, weil er hat mich eigentlich die ganze Zeit meiner tänzerischen Laufbahn begleitet. Manchmal als Trainer, dann auch unser Coach, und hat uns sehr viele gute Ratschläge gegeben. Am Anfang eben als Tanzsport-Ikone. In seiner tanzsportlichen Karriere ist er Weltmeister geworden, hat viele andere Titel auch gewonnen. Und dann später hat er sich anderen Bereichen dann gewidmet, war dann Präsident der Weltorganisation bei uns in Deutschland auch Präsident, was er immer noch ist. Und das ist ein ganz toller Mann, ja. Nach dem Tempel am Vortag soll Dirk traditionellen Tanz erleben. Deshalb hat Nantja in dieses Restaurant eingeladen. Die deutschen Profis sollen zwar den Walzer nach Asien bringen, aber auch asiatische Tanzeindrücke mit nach Deutschland nehmen. Also ich bin da vollkommen befreit in dem Augenblick. Da gucke ich nicht mit Tänzeraugen, also nicht mit tanzsportlichen Augen, sondern ich bin einfach interessiert daran. Und das ist also schon etwas, was so ungewöhnlich ist, dass mich das schon reizt, dazu zu gucken. Also ich habe traditionellen Tanz in Asien, habe ich in Indonesien mal gesehen, auf Bali. Und das ist vollkommen anders jetzt wieder. Und schon sehr interessant, ja. Ja, ich muss sagen, man ist gewöhnungsbedürftig. Ich kenne sowas, ja, und ich gucke mir das an und freue mich dran. Aber it's not my cup of tea, sagt man in Englisch. Karl Breuer, heute 81 Jahre alt, unterstützt die Tanzszene in Asien seit fast 50 Jahren. Unermüdlich hat er sich als Präsident des Weltverbandes für den Turniertanz in Asien eingesetzt. Der Dirk war Ihr Schüler. Ja. Wird der vielleicht in Ihre asiatischen Fußstapfen treten? Der fährt ja auch jetzt. Ja, er ist ja schon dabei. Nicht? Er wird nicht, er ist ja schon dabei. Und insofern ist das ja auch für mich, sagen wir einmal, da ich diese Menschen mag, finde ich das toll. Er ist ja sehr gut dahinterher, bisschen preußisch, und das tut denen gut. Er macht das ja auch schon in Deutschland ganz gut, so ist das ja nicht, aber oder sehr gut. Und, aber man ist ja irgendwo, ist man immer Explorer, da muss man anfangen, und der ist ja nun omnipotent, ganz Standard und Latein. Aber das werde ich mir auf jeden Fall auf die Visitenkarte jetzt demnächst mit draufschreiben. Ja, also das ist grandios. Das ist ein Teil von euch. Etwas, was ihr am Sonntag braucht. Die ganz spezielle Tai und Karen Figur. Tai and Karen Figur. I help you. And yappa. Once again. And yappa. Dirk Bastert blickt selbst auf eine lange Tanzkarriere zurück. Gemeinsam mit seiner Frau holte er national und international viele Titel. In der Tanzszene hat er seit Jahrzehnten weltweit einen Namen. Doch selbst aufs Parkett zieht es ihn nicht mehr. Ich habe meine Karriere beendet auf der Fläche, zusammen mit der Ala, mit meiner Frau. Und das war eine schöne Karriere als Tänzer. Und wir haben dann beschlossen, das ist das Ende, dass wir die Fläche danach nicht mehr betreten. Hand close to your heart. Hand close to your heart. Chup. And chup. And chup. Chup. And chup. Boom. Zap. Der Countdown läuft. Für Karen und Tay ein ganz wichtiger Tag. Die beiden sind Mitte 50, die Kinder längst aus dem Haus. Die eigene Firma konnte gewinnbringend verkauft werden. Als Privatiers können sie sich endlich ganz dem Tanzsport widmen. Es begann als Hobby. Aber mittlerweile sind wir besessen vom Tanzen. Wir trainieren täglich mehrere Stunden. Ein, zwei Tage pro Woche gönnen wir uns eine Pause. Tanzen ist unser Leben. Wir lieben es, gemeinsam zu tanzen. Ja,
Die sind sehr erfolgreich, wenn die Turniere hier tanzen. Also man kann nicht immer davon ausgehen, dass jedes Turnier, was die hier, wobei die antreten, dass die auch gewinnen. Aber die gehören ganz klar zum Favoritenkreis, ohne dass ich gesehen habe, welche Paare mit auf den Listen stehen. Wenn sie gewinnen, dann haben wir alles richtig gemacht. Gut. And now go. Erst am Abend findet sich Zeit fürs Shoppen der Schuhe. Ah, das ist der Schuhladen. Sieht aus, als hätten sie alles hier. Normale Schuhe, Standardschuhe, Jazzschuhe. Jazzshoes, a lot of style. Hi, hello. Auf die ungewöhnlich großen Wuppertaler Füße ist hier niemand vorbereitet. Das sorgt hier für Erstaunen. 11? Die Schuhe sind perfekt für die deutschen Tänzerfüße. Nur mit der Farbe kann sich Dirk Bastard nicht so recht anfreunden. Ja, the size is good. Do you have that in another color? No, just a white. In white. In white. Der Tipp der Schuhmacherin, mach schwarze Schuhcreme drauf. Oder ich trage sie draußen, damit sie schmutzig werden. Like there, okay. A white shoe. Yeah, it feels also good. Is there a mirror? Ist der ein Spiegel? Oh, I take this one, yeah. Ja, it's funny. Wirklich lustig. Dirk hat immer gemeckert, er könne nicht die richtigen Schuhe finden. Meine Frau sah sich hier um und ich dachte, ach guck, das sind doch die richtigen Schuhe für Dirk. Danke dir sehr. Und ja, die Entscheidung ist gefallen. Das Reisen hierhin, die Flüge sind sehr lange und mit den Zwischenstopps, die ich habe, dauert ein Flug von zu Hause nach Asien etwa 20 Stunden. Das ist schon ein Aufwand, aber es macht sehr viel Spaß, weil die Paare sehr ambitioniert sind und man kommt eben weiter. Und ich möchte auch, dass Standardtanzen ein bisschen mehr lebhafter ist, ja, dass was reinkommt, dass es ein bisschen spezieller wird, das Ganze. Dass die fühlen, wenn hier Lateinmusik zum Beispiel läuft, dass das eigentlich auch mit Einfluss haben kann, dass die sich ein bisschen freier fühlen, dass die einfach ein bisschen mehr riskieren. Hand is closed. Good. Good. Tay, very nice. Sorry. What is it? Running finish? Of a natural running finish? Running finish. Yes. For this role action. Yeah, so when das ist Dirk Bastards Erfolgsrezept. Er möchte individuelle Tänzer ausbilden. Er bietet keinen Walzer von der Stange. Das lassen sich die asiatischen Schüler dann auch viele 100 Euro pro Woche kosten. Dirk Bastard leistet Aufbauarbeit und die Szene entwickelt sich rasch. Morgen beim Turnier wollen sie zeigen, was sie können. Die Nervosität steigt. Nein, jetzt geht's noch, aber morgen bestimmt. Ja, aber es ist auch gut, ein bisschen nervös zu sein im Wettkampf. Wenn man zu entspannt ist, ist das auch nichts. Also ich möchte natürlich auch, dass sie annähernd das zeigen können, was man im Studio dann erarbeitet hat. Das wäre immer schön und darauf ist man natürlich gespannt, ob das dann beim Turnier auch so klappt. Also eine gewisse Anspannung und Vorfreude auch auf das, weil sie tanzen ja auch gut. Dann auch zu sehen, dass eine gewisse Freude sich dann bei mir auch zeigt, hat alles geklappt oder ist es vielleicht sogar besser als das? Das schon, ist eine gewisse Nervosität kommt da auf, ja. You feeling good? Morgen ist der große Tag für alle, für den deutschen Coach und seine Paare. Aber vor allem soll es Spaß machen. But enjoy is the first. Yes. Creation, Art, Performance. Das ist ja schon wieder warm, ne? That is my friend. Das ist mein Freund. Hello. Während am letzten Tag vor dem Turnier alle im Tanzstress sind und ihre Nervosität bekämpfen, gönnen sich der Grand Seigneur des Tanzes und seine Frau eine Pause. Karl Breuer und seine Frau Isolde wollen es sich heute gut gehen lassen mit einer Fußmassage. So, Footmassage? Yeah, she has 32.
Zu Hause in Köln betreiben die Breuers immer noch einige Studios. Doch auch die asiatische Tanzsportszene lässt Karl Breuer nicht zur Ruhe kommen. Morgen beim Turnier soll er zumindest Wertungsrichter sein. Karl Breuer genießt es. Ich war ja 12 Jahre im Präsidium, Präsident, und habe dann 2005 gesagt, jetzt ist genug. Daraufhin bin ich zum Ehrenweltpräsidenten gewählt worden. Und in dieser Funktion bin ich natürlich immer noch tätig. Und vor allen Dingen in Asien, weil ich hier sehr viele Anhänger habe, die mich auch damals mehr oder weniger gedrängt haben zu kandidieren. Also ich habe eine besondere Beziehung zu Asien, speziell auch zu Bangkok. Ich glaube schon, dass ich dabei geholfen habe, hier etwas zu bewegen, in jedem Fall. Tanz war immer mein Leben und die Musik dazu. Und ich muss sagen, die Art und Weise, wie man hier die Sache angeht, das gibt mir einfach dolle Kraft, das nicht nur zu tun, sondern anzuschauen. Und hier liegt einfach noch sehr viel Potenzial. Und die Disziplin, die hier ist ja einmalig. Ein touristisches Highlight gehört auch für die Asien-Profis immer wieder zum Programm. Ja. Der Nachtmarkt in Patpong. Ja, also hier kann man ja alles kriegen, hier Boss und Jimmy Choo und so weiter und so weiter. Ja, möchtest du auch eine Calvin Klein Unterhose? Was meinen Sie, wenn ich die beim Turnier dann trage? Aber dann würde ich auch keine lange Hose anhaben. Dann sieht man die doch. Ja, also wenn, dann keine lange Hose. Ich könnte mir wirklich ein paar Unterhosen gleich mal kaufen. Hier kauft der deutsche Tanzlehrer etwas für seine in Wuppertal gebliebene Ehefrau. Dirk Bastert und sein Förderer lieben den Trubel hier und das Handeln ebenfalls. 600? Come on, please. We come here every month. We know the prices. See? Beautiful. Yeah. No, it's too much. How much your price? I'm guessing. I can give you 200. You need how many? You get more? Okay. No, one. Just one. 350, okay. Ich kann es jetzt mittlerweile, also ich konnte das früher überhaupt nicht und ich sage jetzt einfach meistens immer die Hälfte von dem Preis und dann geht es ein bisschen höher und das stimmt dann meistens auch. Also ich habe jetzt tatsächlich, gerade zum Schluss, habe ich was für mich gekauft, für Visitenkarten, vielleicht kann ich das benutzen und für die Ala ein bisschen was. Ja, ich habe da, glaube ich, ein Tuch, aber ich glaube, das wird dir gefallen. Und die winkende Katze als Symbol für ewigen Wohlstand und Glück. Dirk Bastert wünscht seinen Tanzschülern den ersten Platz und einen erholsamen Schlaf, denn morgen geht es früh los. 5 Uhr, Sonnenaufgang. Karen und Tay sind längst wach und machen sich zurecht. Damit es schneller geht, legt der ehemalige Ingenieur Tay selbst Hand an. Well. Naja, mit Ingenieur hat das hier nichts zu tun. Es ist eine Frage, wie oft man es schon gemacht hat. Ich habe es mindestens 30 Mal gemacht. Übung macht den Meister, sage ich mal. Und um ehrlich zu sein, zu Beginn gab es oft Pannen. In the beginning, well, there are a few failures. Das Make-up macht Karen selbst. Viel muss es sein. Die Wertungsrichter sollen auch von Weitem sehen, wie gestylt die Tänzerin ist. Denn auch das Outfit zählt. Das mögen unsere beiden Tänzer aus Singapur nicht so gerne. Aber es gehört eben dazu. Und sie betrachten es mit Humor. Manchmal erkenne ich meine Frau nicht mehr. Ich glaube, er ist nur nicht daran gewöhnt. Mittlerweile ist es 7:30. Und das Turnier in der Sporthalle der Universität soll gleich beginnen. Die Anspannung ist zu spüren. Tay wärmt sich lieber alleine auf, während Karen es mit Kraftgel versucht. Schließlich ist sie schon 56 und hat sich und ihren Mann für mehrere Kategorien angemeldet. 400 Tänzer, meist aus Asien, treten in Standard- und in Lateintanz gegeneinander an. Es ist nur Sport, nur Tanz, doch alle nehmen es sehr ernst. Sind Sie nervös? Ja, ja, ein bisschen. Aber es wird schon gehen. Wir geben alles. Karl Breuer, aber auch Dirk Bastert stehen als Wertungsrichter am Rand des Parketts.
Mit ihnen noch 15 weitere Juroren aus aller Welt. Das heißt, die Trainer können zugleich auch ihre eigenen Tanzschüler bewerten. Das will ich hoffen, dass der Beste gewinnt. Also das weiß man natürlich während des Turniers, kann man das noch nicht sagen. Es gibt da manchmal Tendenzen, dass auch einige Wertungsrichter Paare trainieren. Das kann schon mal sein. Aber dafür haben wir sehr viele Wertungsrichter, dass sich das dann auch ausgleicht bei solchen Turnieren. Also ich gehe davon aus, dass der Beste gewinnt. Das Halbfinale haben Karen und Tay erreicht. Doch es läuft nicht rund. Der Walzer, ihr Lieblingstanz, gelingt nicht fehlerfrei. Und obwohl es verboten ist, muntert Dirk Bastert im Vorraum seine Schüler auf, gibt Tipps. Es war nicht schlecht. Aber der Walzer war viel zu vorsichtig. Zeigt etwas Besonderes. Ich will eure Augen sehen. Und mehr Haltung. Wagt mehr. Der deutsche Trainer motiviert die beiden so gut er kann. Doch es bleibt wenig Zeit. Dirk Bastert muss wieder in die Turnierhalle zurück als Wertungsrichter. Wie fühlen Sie sich? Sind Sie zufrieden? Nein, wir sind nicht sehr zufrieden. Wie er gesagt hat, die ersten zwei Tänze waren nichts. Bis ins Finale haben es die beiden geschafft. Aber reicht es für den Sieg? An Dirk Bastards Wertung scheitert es vermutlich nicht. Aber das will er uns nicht verraten. Was Rang und Namen hat, ist heute hier. Natürlich auch die Tanzmäzenin Nantja. Ein Sport, den sich hier nicht so viele leisten können. Ein Turnierkleid kostet schnell mal 1000 Euro. Und ein Kleid allein macht noch längst keinen Sieger. Das Interesse am Tanzsport in Asien nimmt zwar stetig zu. Dennoch ist auch das größte Turnier Thailands noch kein Publikumsmagnet. Während Karen schon ahnt, dass es heute wohl nicht ihr bester Tag war, hoffen andere noch. And now I'm going to announce the second place goes to couple number 119. Karen und Tay, die Nummer 119 aus Singapur, werden Zweite. Während sich Karen bei ihrem Trainer entschuldigt, freut sich Dirk Bastard auch über diese Platzierung. Die Konkurrenz war einfach zu groß. Das Ergebnis ist das eine. Bestimmte Tänze, vor allem am Anfang, haben wir ganz okay gemacht. Aber am Ende lief nichts mehr. Wir hatten keine Kraft mehr. Also ein bisschen traurig seid ihr schon, das sehe ich. Das ist das Problem der Besten. Sie wollen auch immer die ersten Plätze holen. Aber um ehrlich zu sein, ich bin sehr zufrieden mit eurer tänzerischen Leistung. Wirklich. Ein Leben im Dreivierteltakt. Morgen geht es weiter für Dirk Bastard nach Singapur und danach wieder nach Wuppertal.